Am 21. und 22. Juli öffneten das Titus Forum und das angrenzende Nordwestzentrum mal wieder ihre Pforten für den Cosday 2018. Wir haben uns natürlich für euch umgesehen und freuen uns, euch jetzt ein bisschen was vom Gelände zeigen zu können. Vor allem im Nordwestzentrum konnten auch Besucher und Schaulustige ohne Ticket einiges erleben. Man konnte sich zum Beispiel einige Künstlerstände anschauen, die dort stationiert waren, an den Ständen von Nintendo Switch neue Spiele antesten, Replika bekannter Filmautos bewundern oder sich einfach vom Bühnenprogramm der Public Stage verzaubern lassen. Unmittelbar um den Cosday herum luden die verschiedenen Wiesen trotz der hohen Temperaturen zum Schlendern und Verweilen ein. Im Innenbereich hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht viel geändert. Im Erdgeschoss fand man noch immer den größeren Händlerraum. Sowie den Games Room. Und einen weiteren Künstlerraum. Im Obergeschoss waren wieder viele Händler stationiert. Von Plüschtieren über japanische Süßigkeiten bis hin zu einer riesengroßen Auswahl Mangas war alles dabei. Auch im Untergeschoss konnte man dieses Mal noch ein paar Händler antreffen, unter anderem einen außergewöhnlichen Schmuckstand. Ein bisschen versteckt, aber dennoch zu finden, waren das Maid-Café und der Karaoke-Raum. Bevor wir unseren Rundgang beenden, schauen wir uns nochmal ein bisschen was vom Programm der Mainstage an. Dort konnte man sich zum Beispiel wieder von den Teilnehmern des DCM-Vorentscheides begeistern lassen. Auch musikalisch wurde einiges geboten. Und natürlich durften auch die Showgruppen wieder nicht fehlen. Hier sehen wir zum Beispiel All Stars mit ihrem Stück Life is Strange, Take the Shot. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Rundgang über den Cosday 2018 gefallen. 2019 wird der Cosday am 20. und 21.07. stattfinden. Wir freuen uns schon und bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß auf unserem Channel. Bis dann!